JunkieTaster.com und jetzt koche ich, ja, Maggi, la Pasta di Maggi, Penne alla Carbonara, ja, ist das nicht so ein Lied? Carbonara. Okay, jetzt hier, ich weiß, es geht ja, 12,8. Fett 15, interessant, Zucker 1,6. Genau, und hier die Zubereitungsanleitung. Okay, 5,5 Liter warm machen, reinkippen, so lange umrühren, bis es einem gefällt. Also weiter Zeug verdampfen lassen. Ja, Nestle, Maggi ist Nestle. Und hier also die Zutaten. So, Maltodextrin, zweite Zutat, noch vor pflanzlichem Fett. Speck ist hier auch drin, das ist ja interessant. Bauchspeck, warum ist hier so viel Speck drin? Mhm. Schmelzsalz, Natriumphosphate. Okay, alles klar. Dann werde ich mal das Wasser erhitzen. Uff. So, Zeit mal in den Beutel zu schauen. Ich würde sagen, es ist jetzt noch kein Beben hier, aber naja, trotzdem rein. Ja. Es riecht ziemlich stark. Vielleicht ja nach Maltodextrin. So der Experte bin ich da noch nicht. Sollte ich mal ein Special machen? Ich sollte alle diese Zutaten, zum Beispiel auch dieses Gummi Arabicum, vielleicht alles mal einzeln reviewen. Das wäre vielleicht mal lustig. Ja, jetzt sagen die ja mittlere Stufe. Das heißt, vielleicht ein bisschen abdrehen. Ja, da kann man sich natürlich streiten, was das jetzt soll, ne? Dass man jetzt, ich meine, bei Instant-Nudeln ist es ja dann fertig. Und hier soll man so lange, oh, was geht denn jetzt ab? Und hier soll man so lange rummachen, bei mittlerer Wärmezufuhr offen kochen, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Ja, das kommt mir irgendwie spanisch vor, dieser, warum haue ich erst so viel Wasser dran? Und ich dann den Rest verdampfen lasse. Ah, vielleicht haben die. Vielleicht haben die auch ein Komplott mit den hier Stromanbietern oder so. Ja, also ich kann mir das nicht erklären, warum soll ich jetzt was kochen, was eigentlich fertig ist? Was bringt das jetzt? Das ist wie blöde zu kochen, bis es dünne wird. Also mal ehrlich jetzt. Ich kann jetzt hier auch reinzoomen. Wir könnten das als Kunstinstallation oder ich könnte euch das als Kunstinstallation verkaufen. Entspannungsvideo. Wobei ich glaube, so ein kochender Sud ist nicht gerade entspannend, oder? Na egal, ich schneide jetzt mal das Video. So, 5 Minuten um oder so. Es ist ein wenig dicker. Aber es sind ja diese harten Nudeln, ne? Das heißt, die müssen tatsächlich etwas kochen. Obwohl, das ist schon ein bisschen weich. Mal probieren. Ne. Noch zu hart. Eieiei.
Das war ja nicht gerade der feinste Geschmack gerade eben. Ja, mal sehen, bis dann nochmal 5 Minuten oder so und dann Verkostung. So, noch ein bisschen Zeit ist um. Ja, jetzt sieht das schon halbwegs wie Nudeln aus. Mir ist das noch nicht sämig genug. Was ist denn das eigentlich für ein Wort? Deshalb lasse ich es noch mal länger kochen, bis es richtig schön dicke wird hier. So, jetzt reicht's, würde ich sagen. Ist voll dicke. Das ist nicht so schön. Unangenehm. Schwer zu sagen. Sieht auch fast aus wie Spaghetti Carbonara. So. Okay. Nach billigem Fleisch oder so riecht das. Okay. Jetzt also die Verkostung. Ja, das setzt sich im Geschmack weiter fort. Schrecke. Ja, das ist nicht Spaghetti Carbonara, aber schmeckt anders, das weiß ich. Ach, das ist ja Penne. Egal. Ja, das muss dieses geräucherte Speckfett sein. Schrecklich. Einfach schrecklich. Hier. Geräuchertes Speckfett. Ja, ich weiß nicht, wer das essen will. Ich will es nicht essen. Ich gebe Fail. Sagt mal Bescheid, ob ihr das ausprobiert habt, wie es euch geschmeckt hat. Es kann ja auch sein, dass ich mich total irre. Ja, hier ist es noch. Ich meine, ich habe nichts gegen Fleischgeschmack, aber es muss nett sein. Ja. Das ist nicht nett. Das ist einfach nur, ja tranig, würde ich fast sagen. Ich meine, ich habe jetzt noch nie Tran gegessen oder so, aber so stellt man sich das vor. Schlimm. So, this is now anti-instant noodles. It's called Maggi. Give me a second. It's called... What happened here? La pasta di Maggi penne alla carbonara, and it's extreme. It tastes like nasty fat stuff. Really bad. Yeah, so it makes it very cheap and pleasant. I have nothing against a good, nice meat taste, but this taste here, give me a second. Yeah, they say bacon, so pork belly. So. Not the meat, but like the white stuff, and it really tastes like this. It tastes like shit. Yeah, not good. And also super nasty smells. If you ever have tasted these, the carbonara things from Maggi, then let me know. I think it's a straight fail. The other thing is you do it in a pot and it's kind of stupid because you have to cook it like it has the right consistency. Isn't this a complete waste of energy? Yeah, why can't instant noodles be just instant and here I have to cook for over 15 minutes or so? Yeah, this is now my food, my lunch.
This is like the odds when you be a taster on the internet. Alright, guys. Yeah. I hope you have something better to eat, and thanks for watching.